Wie ist es bei Hochzeitstänzen? Ist da jetzt so ein Trend zu erkennen, dass du angefragt bist für manche Stilrichtungen, dass die mehr gefragt sind bei den Brautpaaren? Siehst du da irgendwie einen Trend, dass jetzt irgendwas in ist? Gibt's das in der Branche, dass da Tänze mehr gehypt werden, sage ich mal? Was auffällig ist, ist, dass viel mehr Paare in YouTube sich vorher was anschauen, was völlig in Ordnung ist, und sich dann da was aneignen und dann feststellen, okay, wir brauchen nochmal professionelle Zusatzhilfe. Und die buchen sich dann im Endeffekt auch nochmal mich dazu und sagen, hey, das wollen wir können, genau so. Und bitte helf uns dabei. Aber das ist ja auch für dich von Vorteil, wenn du dann schon Beispielvideos siehst von den Paaren und weißt, in welche Richtung das geht und wie sie sich das vorstellen an ihrem Tag. Natürlich, jetzt kann man sagen, jetzt habe ich weniger Arbeit. Ja, natürlich. Da kann ich ja meinen Fokus im Endeffekt ja viel mehr drauf legen, dass ich die Optimierung halt eben dann raushole. Und da eine Choreografie zum Beispiel da ist, ist das Thema Führung manchmal ja weniger vorrangig als dann die komplette Choreografie. Ja, wenn jemand halt einfach, sag ich mal, frei, multifunktionell sich bewegen möchte und die freien Optionsmöglichkeiten hat, was dann passiert in den Momenten, dann ist natürlich Führung relevanter. Wenn es eine Choreografie ist, ist ja die Choreografie vorrangig wichtig und dann ist der Ablauf halt wichtig und dann eben, dass diese einzelnen Komponenten alle, jede einzelne Stelle ganz klar vorstellbar ist in dem, was man da tut und das, was auch kann. Und harmoniert auch Und dass es alles harmoniert miteinander. zusammen, dass zusammen aussieht, zusammen der Tanz Und aussieht. was ist aktuell so, welche Stilrichtung ist so am meisten? Kann man das so pauschal Wenn es in die sagen? Choreografie-Richtung geht, sind es meistens Wiener Walzer Okay, Wiener also Walzer Choreografie, meistens klassisch zumindest. noch Ja, alles. genau. Okay.